So, ich hatte ja vor Tage schon mal ein Bild genommen oder Bilder genommen und habe gezeigt, wie man dort Überbelichtung entsprechend korrigieren kann und was unsere Kameras im Bereich Dynamic Range wirklich zu leisten imstande sind. Das wird eben sehr stark unterschätzt. Und deswegen habe ich gedacht, schaue ich mir das Ganze doch mal in Luminar an und habe jetzt hier als Beispiel Bilder genommen, die Bracketing sind. Das heißt also Exposure Bracketing, also ist nicht mit Zufall überbelichtet, sondern mit Absicht überbelichtet, um die dann her zusammenzuführen. Und dann schauen wir uns mal an, was kann Luminar mir gerade mit den KI-Funktionen dort entsprechend leisten. So, dann gehen wir mal in den Enhance rein und sagen mal Hervorhebung. Na, das wird schon direkt wieder ein bisschen besser, ne? Den Himmel lasse ich in Ruhe, damit habe ich was anderes vor. Ich mache das Ganze noch ein zweites Mal, bis ich eine ja, gewisse Sache erreicht habe, die mir entsprechend gefällt, als Basis sozusagen. Und dann gucke ich mir nochmal die Details an in 100%. Das sieht ganz gut aus dafür, dass das Bild tierisch überbelichtet war. Wir sehen es näher nochmal an. Kann man da wirklich nicht weinen? Nehmen wir uns mal einen neuen Himmel vor. Welchen nehme ich denn? Naja, ist eigentlich ziemlich egal. Nehmen wir mal diesen Himmel hier. So, ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber ja, vielleicht könnte man ein bisschen mehr. Ja, der sieht schon besser aus. So, was gut ist, immer die Anpassung der entsprechenden Kontraste ist auch hier in der Hinsicht der Fall. So, jetzt gehen wir mal zurück, weil jetzt möchte ich nämlich als nächstes ein bisschen Struktur wieder reinbringen in die Details. Dafür zoome ich auch mal wieder rein, damit ich auch sehe, was ich so anstelle und ob ich es überziehe oder nicht. Luminar Gedenkminute, irgendwann, jetzt hat er wieder scharf gestellt. Jetzt sehen wir das Ganze nämlich. Und jedes Mal, wenn ich verschiebe, ja, muss ich wieder neu warten. Das ist einfach so. Aber das sieht sehr gut aus im Prinzip. Gehen wir mal wieder raus. So, was könnte ich jetzt machen? Ich habe überlegt, Neubelichtung. Ne? Vielleicht könnte ich damit ja was machen. Ne? Wenn ich also in den Nahbereich ein bisschen runterziehen würde. Na, ist ein bisschen viel runtergezogen. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Und ich lasse das entsprechend so, wie es jetzt im Augenblick ist. Dann ist das schon ganz in Ordnung. Was könnte ich jetzt noch machen? Ja, also ich bin ja in der Landschaft im weitesten Sinne. Ich mache jetzt ein bisschen mal goldene Stunde da rein. Darf ich natürlich nicht übertreiben. Das sieht ganz gut aus. Dunst entfernen braucht man nicht und dergleichen. Ich schaue mir das Ganze noch mal an. Gehe noch mal sicherheitshalber in das Thema Horizont. Ja, okay, kann man gelten lassen. Hat er vernünftig gemacht. Aber einen neuen Horizont. Also das sieht schon ganz gut aus. So, Sonnenstrahlen, ja, da muss man jetzt vorsichtig sein. Ich sehe immer so viele Fakes, wo keine Sonne ist, können auch keine Strahlen sein. Die Sonne kommt nämlich jetzt sozusagen von hinten. Also lassen wir das Ganze. Dramatisch, Tönung. Ja, was wir machen könnten, wäre im Bereich Kontrast natürlich nochmal was zu arbeiten, den Gesamtkontrast mal anzupassen. Ja, gut. Die Mitteltöne brauchen wir nicht. Was ist hier? Na, das gefällt mir jetzt nicht so. Also nochmal zurück mit dem Ganzen. In Entwickeln und gucken wir uns mal hier den intelligenten Kontrast an, was er draus macht. Ja, das ist er mit dem Bild natürlich bei der Überbelichtung auch ein wenig ja, überfordert. So, holen wir uns nochmal ein bisschen Kontrast mit Schwarz und Weiß rein. Ja, okay, die können ein bisschen höher. Dafür gehe ich dann hin und ziehe die Schatten wieder ein bisschen runter und die Lichter ein bisschen höher. Okay, das ist alles Geschmackssache, was jetzt läuft, aber so weit, so gut. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Na komm, das war vorher. Das ist nachher. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Das Ganze nochmal bei 100%, damit man auch sehen kann, was er wirklich im Detail gemacht hat. Warten wir mal, bis er scharf gestellt hat. Das hat er scharf gestellt. Nochmal. Vorher. Na komm. Manchmal hat er so seine Probleme. Nachher. Vorher. Nachher. Ist schon eine echte Leistung, ne? Muss man ganz klar sagen. Und entspricht eigentlich auch dem, was ich erwartet habe. Für diejenigen, die neugierig sind, ja, es ist eine Vollformatkamera und ja, es war eine 36-Megapixel-Kamera. Jetzt etwas älteren Datum schon, aber da hat sich bis heute eigentlich nichts großartig geändert. So, das heißt, wenn ich jetzt in den Überblick gehe, dann habe ich hier dieses überbelichtete Bild und hier hätte ich jetzt im Prinzip das normal belichtete Bild, was ich entsprechend bearbeiten würde.
Aber ich muss auf den ersten Blick sagen, es ist überraschend immer wieder, was unsere Kameras leisten und was auch jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, die Luminar KI zu leisten imstande ist. So, ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und ich würde mich natürlich auch mal um eine gewisse Reaktion freuen. Na? Also, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.